Heute startet bundesweit starten die interkulturelle Woche. Und Johann und ich haben heute gesagt, ja natürlich, macht man mit. Und gerade wenn ich jetzt sehe, so wie viele wir sind. Ich hoffe, jetzt sind wir alle verbunden. Ich hoffe, dass alle mich hören können. Dann fangen wir hier. Hier sind wir in der Anna-Maria-Junior-Straße. Es ist ein großes Zeichen der Verbundenheit. Und wir denken natürlich heute an den Beginn der interkulturellen Wochen an Mohammed Adala, der diese Institution ins Leben gerufen hat vor mehr als 20 Jahren. Und ich wünsche mir, dass von dem heutigen Tag ein Signal der Brüderlichkeit, der Mitmenschlichkeit, der gegenseitigen Rücksichtnahme ausgeht. Die brauchen wir. Ich denke,